Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Heute gibt es nur ein ganz, ganz kleines Mini-Video. Und zwar kam jetzt immer wieder die Frage, wie mache ich die Farbspritzer richtig? Bei mir schauen die nicht so schön aus. Und ich habe gedacht, wir machen das jetzt heute einfach mal ganz kurz zusammen. Also ihr habt ein Stück Papier oder eine Karte, wo ihr schöne Farbspritzer drauf haben wollt. Ihr braucht auf jeden Fall eine Unterlage, weil das immer so durch die Gegend spritzt. Wichtig ist Wasser natürlich, ein etwas größerer Pinsel. Ich nehme immer den 6er Pinsel, der hat eigentlich eine ganz schöne Größe. Dann einen Acrylblock. Ich mache das nämlich immer mit den Stempelfarben, Stempelfarbe drauf. Ihr könnt es natürlich auch mit anderen Farben machen. Wichtig ist, dass das nicht, dass es ein bisschen flüssiger ist. Nicht so, ihr habt ja gesehen, umso weniger Wasser man nimmt, umso dicker ist es noch, dann kann man das nicht so schön machen. Also das muss schon so schön flüssig sein. So, ruhig ein wenig mehr Wasser. Und dann halte ich den Pinsel zwischen den vier Fingern und dem Daumen. Und ich halte es aber ganz, ganz locker. So, als würde er mir fast von der Hand fallen. Und dann tippe ich vorne drauf. Aber ich halte ganz, 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 ganz locker. Also ich presse es nicht zusammen, so dass der Pinsel vorne kippen kann. Wartet mal. Ich gehe mal ein bisschen weiter vor, dass ihr seht, was ich meine. Also der Pinsel, der kippt hinten hoch. Ich mache das dann nochmal in Zeitlupe. Und so könnt ihr eure Farbspritzer machen. Und die werden wunderschön. So, wir machen das jetzt noch einmal. Farbe, dass ich das euch nochmal in Zeitlupe aufnehmen kann. Und so werden eure Farbspritzer perfekt. Bis bald. Ciao.